Liebe Landwirtinnen und Landwirte, herzlich willkommen zur Online-Feldbegehung der Landwirtschaftskammer und von Agrana. Heute ist der 18. Juni und in diesem Video beschäftigen wir uns mit der Cercospora-Strategie 2020. Wir befinden uns in Hagelsberg am Betrieb von Reinhard Födermeier. Herzliches Grüß Gott im Namen der Agrana und in meinem Namen. Hier am Standort Hagelsberg bei der Familie Födermeier haben wir wie in den letzten Jahren auch wieder einen Sortenversuch angelegt. Diesen haben wir in den letzten Tagen beschildert und steht Ihnen für die nächsten Wochen zur Verfügung. Wichtig ist, dass die Zuckerrüben laufend auf Blattkrankheiten, insbesondere auf Cercospora, kontrolliert werden. Es ist entscheidend, dass der Spritzstart für Cercospora nicht zu spät erfolgt. Wichtig ist auch, dass man für die Bonitur tendenziell Risikostellen am Schlag sucht. Cercospora-Risiko ist dort höher, wo eine Staulage ist oder wo auch in Windrichtung angrenzende Rübenfelder in der Nähe gewesen sind. Mit der Rupfmethode sammelt man über den ganzen Schlag verteilt 100 Blätter aus den mittleren Blattetagen ein. Wichtig ist, dass man die Blätter in einen Kübel gibt und dann nachher in Ruhe und gewissenhaft bonitieren und auf Blattkrankheiten kontrollieren kann. Nach dem Rupfen der 100 Blätter sichtet man diese durch. Derzeit haben viele Blätter noch keine Symptome. Man sucht also die Nadel im Heuhaufen. Vereinzelt sieht man Schäden von der Larve der Rübenfliege. Die Schäden der Larve der Rübenfliege erkennt man an einem Minierfraß zwischen Ober- und Unterblatt. In der Regel kann man sie auch finden, die Larve, indem man das Blatthäutchen abzieht. Das ist vor allem der Fall, in der Regel, wenn die Schäden noch größer sind und die Larve sich schon ordentlich entwickelt hat. Eine Bekämpfung der Rübenfliege ist zu diesem Zeitpunkt, Reinschluss oder danach, nicht mehr notwendig. Der Großteil der Bekämpfung übernimmt ja ohnehin die Neonicbeizung. Weiters sehen wir seit etwa 14 Tagen vereinzelt bakterielle Blattflecken. Die kommen vor allem vor nach Starkregen oder Hagelschäden. Die hören von selber wieder auf und können auch nicht bekämpft werden. Wöchentlich bonitieren wir bei den BT-Expert-Betrieben in Zusammenarbeit mit diesen die Schläge. Heute ist der 18.06. Hier am Standort in Hagelsberg habe ich heute keine Cercospora gefunden. Aber bei den Bonituren gestern sind wir in den Staulagen im Machland Cercospora-Punkte untergekommen. Diese habe ich mitgenommen. Dies wäre jetzt so ein erster Cercospora-Punkt auf einem Blatt. Typisch für Cercospora ist die scharfe Abgrenzung zum gesunden Gewebe. Das kann auch leicht rötlich sein. Eine eindeutige Identifikation ist zu diesem Stadium nur mit einer Lupe möglich. Mit einer Lupe, die mindestens 10- bis 30-fache Auflösung hat, kann man auch die schwarzen Pycnidienpunkte im Cercospora-Punkt erkennen. Und mit einer noch besseren Auflösung sogar die Sporen. Dies ist in diesem Fall bei diesen Blättern der Fall. Die habe ich mir im Büro heute Morgen bereits angesehen. Eingeblendet im Video sehen Sie Detailaufnahmen über ein Mikroskop. Nach den Niederschlägen vom 18. Juni ist eine stabilere Witterung mit höheren Tagesdurchschnittstemperaturen zu erwarten. Die Luftfeuchtigkeit wird aber weiterhin hoch sein, insbesondere in den geschlossenen Rübenbeständen, sodass ideale Infektionsbedingungen für Cercospora herrschen. Wichtig ist, dass der Behandlungstermin bei der ersten Behandlung nicht zu spät erfolgt und viele Betriebe werden in den nächsten Tagen mit der ersten Cercospora-Behandlung starten müssen. Zum Spritzstart empfehlen wir den Wirkstoff Difenconazol. Der Wirkstoff Difenconazol ist in den Produkten Score, Mavita, Difenofin, aber auch im Amistar Gold zu finden.
Eine ebenfalls wirksame Alternative zum Difenconazol wäre auch der Wirkstoff Epoxiconazol, welcher im Rubrik zu finden ist. Wichtig ist, dass nicht nur das Triazol alleine verwendet wird, sondern dass auch ein Kontaktmittel wie zum Beispiel 1,25 Liter Cuprofor beigemengt wird. Bei trockenen Bedingungen empfehlen wir auch den Zusatz von hochwertigen Netzmitteln, damit die Blätter gut benetzt werden. Es ist auch wichtig, dass wir ausreichend Wasser nehmen, weil viel Blattmasse da ist, die gut benetzt werden muss. Behandlungstermine in den Morgenstunden bei hoher Luftfeuchtigkeit hatten in den letzten Jahren deutlich bessere Wirkungsgrade wie Behandlungstermine um die Mittagszeit. Auf Standorten, wo wir im letzten Jahr an unsere Grenzen gestoßen sind bei der Cercospora-Behandlung, wäre es auch möglich, die Kupfermenge etwas zu erhöhen auf 1,5 oder noch leicht darüber. Für die zweite Behandlung empfehlen wir 0,6 Liter Duett plus Kontaktfungizid, zum Beispiel Kupfer, Cuprofor Flow. Alle weiteren Behandlungen empfiehlt sich wiederum ein Azolprodukt und Kontaktfungizid. Die Abschlussbehandlung im späten Bereich kann auch überlegt werden, rein mit einem Kontaktfungizid zu machen. Im Zuge der Cercospora-Kontrolle kann man auch ganz leicht die Schosser mit bereinigen. Heute haben wir den ersten Schosser hier im Betrieb entdeckt. Diesen habe ich dem Betriebsführer sofort gezogen. Wichtig ist auch, dass man den Stängel knickt, damit die Samen nicht nachreifen. Zu diesem Zeitpunkt vor der Blüte können die Schosser noch im Feld gelassen werden. Nach der Blüte und Zusammenreife wäre es auch wichtig, die Schosser auszufahren, damit sie nicht nachreifen am Feld. Besonders empfehlen würde ich jeden Betrieben, die eine Conviso Smart Rübe angebaut haben, die Schosserbekämpfung konsequent durchzuführen. Damit möchte ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Bestandesführung der Zuckerrüben und dass die Zuckerrüben auch in 3 Monaten noch so ein schönes Blattgrün wie heute haben. Auch ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg im heurigen Jahr noch. Ich lade Sie ein zu unseren Bodenprobenversammlungen, die in den nächsten Tagen starten. Und vor allem planen Sie viel Zuckerrübe für die kommende Saison.